So, ja. Begib dich nach Sonnenfall. Okay. Quests. Okay, wir haben nur die eine. Genau. Begib dich nach Sonnenfall. Verschiedene Beweise deuten darauf hin, dass die Anlage, in der Elizabeth Sobeck an Projekt Zero Dawn gearbeitet hat, unter der Zitadelle begraben liegt. Ja, leichter gesagt als getan, ne? Ach, ich habe 16 Fertigkeitspunkte? Ja, wie denn das? Ich habe gedacht, egal. Alle The Frozen Wilds Fertigkeiten, okay. Naja, immerhin. Absprungsschlag. Ja, es kann sein, dass die Blauen hier, also unter dem Punkt Reisender, dass das mit den Frozen Wilds dazu gekommen ist, weil ich bin der Meinung, dass die anderen, weil es sind ja jeweils drei mit drei Reihen. Das heißt, das muss irgendwie mit Frozen Wilds dazugekommen sein. Genau. Naja, umso besser, wenn wir das jetzt haben. So, genau, aber wo wollen wir hin? Wir wollen, oh Gott, da oben hin. Ach Gott, hier durch diese Wüste, ey. Gleich ein Höllenritt werden. Aber es ist ja dann unser Feind. Das heißt, im Prinzip wird es da auch heiß hergehen. Wenn wir da hochgehen, weil im Prinzip werden die uns ja sofort erkennen. Mal gucken. Aber wir nähern uns langsam dem Ende. Ach nö. Ach nö. Ernsthaft? Was ist hier? Was ist da unten? Doch doof, wenn ich da hinreise und sofort überall um mich herum Gegner sind. Ah. Hier. Na toll. Los, jetzt komm, lauf. Die können sich untereinander bekämpfen. Darauf habe ich jetzt kein Interesse. Aber wir könnten auf jeden Fall noch ein paar. Bum, 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 bum. Hier können wir noch was herstellen. Und da auch. Perfekt. Sonnenfall. Der Sommerpalast des verrückten Königs Jiran. Ein Bollwerk der Kaja-Macht gegen den verbotenen Westen. Danke für die Geschichtsstunde. Aber sie haben keine Ahnung, was sich darunter befindet. Wir werden hier viel erfahren können, Aloy. Genau das hoffe ich. Vorausgesetzt, wir schaffen es lebend hier rein und raus. Das wird ja gerne mal unterschlagen. Tu einfach das, was man dir sagt und steh nicht im Weg rum. Alles klar. So wie du sagst. Hast du irgendwas Interessantes für mich? Im Prinzip eigentlich genau diese, oder? Ja, im Prinzip genau dieselben Sachen. Scharfschützenbogen. Langbein. Beinherz.
Wo bekomme ich denn die Langbeinherzen? Ja. Na ja, gut. Der Sonnenring. Eine stolze Tradition der Kaja. In Meridian ist es nicht so. Zumindest nicht mehr. Die Bing-Zeit. Ich bin sicher, sie vermissen es. Sie wissen jetzt, dass ich hier bin. Ja gut, vielleicht war das nicht so intelligent, aber egal. Jetzt werden wir sehen, ob dein Angriff auf ihr Fokusnetzwerk wirklich erfolgreich war. Was willst du damit sagen? Ich hab das Netzwerk doch... Sehr gut. Willkommen in der Zitadelle, Aloy. Ich melde mich gleich wieder. Und einstweilen, sieh dich um. Wenn ihr etwas über die heutigen Kopfgelder erfahren wollt, kommt in den Thronsaal. Ihr werdet keine Scherben verdienen, wenn ihr hier draußen rumsteht. Dreckiger Söldnerabschaum. Ich nehme die Scherben, auch wenn ich dafür Bahavas zuhören muss. Die Schattenkater sollen ein. Worauf wartest du, Fremde? Die Kopfgelder werden drinnen bekannt gegeben. Durch die Pracht der Sonne offenbart. Seht her, seht Itamen, den einzig wahren Sonnenkönig. Das Licht im Schatten, sein Wille ist Licht und sein Licht ist Gesetz. Ich befehle, Lucent Bahavas in meinem Namen zu sprechen. Durch den Willen des strahlenden Itamen brennt die Sonne gnadenlos auf den Verräter Uthid. Der Jäger, der uns seinen Kopf bringt, erhält ein Kopfgeld von 500 Scherben. Naja, er Gefangener als König, nicht wahr? Was für tolle Haare. Du und ich müssen reden, kleine Jägerin. Das grüne Zelt, unten in Schattenseite. Ich warte dort. Keine Zeit. Du bist doch keine Kopfgeldjägerin. Uthid ist unschuldig. Also komm zu mir. Noch haben wir Zeit, um ihn zu retten. Also, der Eingang, den ich meinte, ist direkt hinter dir. Das soll wohl ein Witz sein. Keineswegs. Und keine Angst wegen der Falken. Sie sind zu beschäftigt, um dich zu beachten. Das erste Mal in der Zitadelle, du musst den Sonnenring sehen. Aber die Falken... Ha, sie wollen, dass wir ihn sehen. Er ist ziemlich beeindruckend. Neuer Soldat. Die Balustrade. Von da aus ist... Die Balustrade. Von da aus ist es kein tiefer Fall. Verschwunden. Ist ja auch total unauffällig, wenn ich da langkraxle. Total unauffällig. So. Hauptquest. Ah, neben Verräter, Kopfgeld, rede mit Vanasha. Ach, naja. Nebenquests interessiert mich jetzt nicht. Also das dunkle Geheimnis der Erde. Klettere hinab. Verdammt. Jetzt?
Irgendwas sagt mir. Kante fallen. Auf die andere Seite des Turms. Suche nach der Lüftung. So, warte mal. Okay, das heißt, ich hab... Ach nein, runter. Sollst runter. So. So. Du warst also schon mal hier. Sieht so aus. So, jetzt ist es sehr wichtig, dass du mir gut zuhörst. Ich habe dir den Weg hineingezeigt. Aber wenn du ihn betrittst, gibt es kein Zurück. Bevor du hier in die Tiefen hinabsteigst, solltest du vollkommen entschlossen, ausgerüstet und konzentriert sein. Keine Ablenkungen. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, erledige es zuerst oder schweige darüber. Ich werde kein Gejammer tolerieren. Ist das klar? Du wirst es tolerieren müssen, Silence. Ich habe dich nicht darum gebeten, mich zu begleiten. Okay, also das ist jetzt wohl der Moment, wo wir... das Story voranschreiten. Also machen wir es jetzt einfach mal. Ich gehe runter. Ein Leben lang wollte ich die Geheimnisse dieser Welt entschlüsseln. Woher die Maschinen kamen. Wie die Alten solche Wunder taten und trotzdem kamen Verderben und Tod. Ein Leben voller Fehlschläge. Denn Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt... rannte ich gegen Mauern und gegen verschlossene Türen. Hallo? Bis eine Nora-Jägerin aus dem Wilden Osten kam. Und voilà, sie kam und alle Geheimnisse wurden ihr enthüllt. Ich glaube, du wirst mit dieser Tür besser zurechtkommen als ich damals. Identiscan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Fehlfunktion. Soll das ein Witz sein? Du hörst mich nicht lachen. Sei still. Es muss irgendwie gehen. Hey, Elisabeth Sobeck hier. Bitte Zutritt. Zutritt angefordert. Root-Befehlsfunktionen verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Will ich. Öffne diese Tür. Analysiere. Primärzugang außer Betrieb. Mechanischer Fehler. Notfallbelüftungsverfahren verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Ja. Notfallbelüftung autorisiert. Ich habe dich unterschätzt. Ich dachte, du... nicht alles haben. Das erregt Aufmerksamkeit. Wir werden hier nicht mehr lange allein sein. Wir? Ich sehe hier unten nur eine, die ihr Leben aufs Spiel setzt. Ja gut. Machst du jetzt bitte weiter? Es gibt so viel zu lernen und so wenig Zeit. So, also jetzt wissen die wohl ganz sicher, dass ich hier bin. In jedem Zweifel. Ich nehme mal an, ich bin von hier hinten gekommen, aber... Gut, hier hinten gibt es nichts gemeinsame. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Zero Dawn. Wir haben es gefunden. Überrascht dich das wirklich? Die Anlagediagnose zeigt zahlreiche Fehler. Reparaturversuch wird durchgeführt. Was war das hier für ein Raum? Vielleicht eine Eingangshalle? Sieh dich um. Das brauche ich später noch. So, hier sind jetzt auf jeden Fall ein paar Texte zum Lesen, aber die skippen wir. Mal weiter. Bitte
Bitte nehmen Sie Platz und warten Sie, bis Sie aufgerufen werden. Einige Erfrischungen und Snacks stehen für Sie bereit. Ein kleinerer Raum. Mehr zum Lesen und hier. Noch mehr zum Lesen. Bitte begeben Sie sich in den Vorstellungsraum 1. Dort erwartet Sie eine wichtige... Was war das hier? Eine Holographenbühne. ZDO1 Daten intakt. Wiedergabe wird eingeleitet. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Ich bin General Harris, Vorsitzender der Stabschefs der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich weiß, es gibt Gerüchte, dass Zero Dawn ein streng geheimes Superwaffenprogramm ist, das technologische Wunder, das uns vor der Pharaoh-Plage bewahrt. Wenn Operation Enduring Victory die Roboter lang genug aufhält. Ich weiß deshalb so genau, dass es Gerüchte gibt. Weil sie von mir kamen. Und das sind alles Lügen. Zero Dawn ist kein Superwaffenprogramm. Und es wird uns nicht retten. Nichts kann uns retten. Gar nichts. Als der Fehler erkannt wurde, war es bereits zu spät. Nichts konnte die Pharaoh-Plage stoppen. Nichts half. Die Roboter vermehren sich immer weiter und verschlingen die Biosphäre. Das Leben auf der Erde erlischt und unser Planet wird zu einem Ödland. Ein globales Aussterben steht uns bevor. Egal wie viele wir töten, die Zahl der Roboter wird exponentiell anwachsen. Hätten wir die Deaktivierungscodes, könnten wir sie abschalten. Den ganzen Schwarm. Doch die kryptografischen Protokolle nutzen mehrfach verschränkte Wellenformen. Man bräuchte 50 Jahre, um die Codes zu knacken. Und wir haben 16 Monate. Nicht gerade eine gute Überlebenschance. Die Vernichtung einer Biosphäre ist nicht die Art von Apokalypse, die man in einem Atombunker aussitzen kann. Die Erde wird nicht mehr da sein. Nur noch ein toter, giftiger Fels mit Millionen von Pharaoh-Robotern. Schlafend. Auf Nahrung wartend. Das steckt hinter den Lügen über die Operation Enduring Victory. Meinen Lügen, die Millionen von Unschuldigen dazu bringen sollten, sich auf den Schlachtfeldern zu opfern. Warum? Aus einem einzigen Grund. Um Zeit für sie zu gewinnen, damit sie hier arbeiten können. Zero Day. Der Tag, ab dem kein Leben existiert, nähert sich schnell. Man kann es nicht stoppen. Die Hoffnung von Zero Dawn ist, dass vielleicht etwas Neues entsteht. Aber es liegt bei Elizabeth Sobeck, diesen schwachen Hoffnungsschimmer aufrechtzuerhalten. Harris, Ende. Das Leben auf der Erde ist nicht erloschen. Er sagte, man könne es nicht stoppen. Aber es wurde gestoppt. Irgendwie hat Elizabeth uns gerettet. Ich muss weitersuchen, herausfinden, wie sie das geschafft hat. Aber offensichtlich ist es doch nicht gestoppt worden, da die Maschinen doch nach wie vor da sind, oder? Falken, sie sind reingekommen, durch die Lüftung. Lass dich nicht davon abhalten, die Wahrheit herauszufinden. Ausschwärmen! Tötet, was sich bewegt! Was ist das hier? Ein Grab? Das auch ganz schnell.
Hier muss ein Fehler vorliegen. Ich verstehe nicht, warum ich hergebracht wurde. Warum sie mir das alles zeigen. Ich weiß, das ist alles etwas viel. Im Wartebereich saß ich neben einem Nobelpreisträger für Biophysik und einem Mönch, glaube ich. Der sprach weder Englisch noch Mandarin. Es ist sehr merkwürdig. Und General Harris, wovon hat er geredet? Der Roboterschwarm, die Pharaoh-Planet. Natürlich ist das alles furchtbar. Aber kann man es wirklich nicht stoppen? Warum erzählt man uns das? Es gibt Leute in Shanghai, meine Freunde, meine Familie. Sie sind Operation Enduring Victory bereits beigetreten. Ist das alles sinnlos? Werden wir alle sterben? Wir werden einige dieser Fragen beantworten können. Ja. Korrekt, ja. Diese mechanischen Monster töten Menschen also nicht nur, sondern ernähren sich auch noch von ihnen? Nicht nur Menschen, von sämtlichem organischem Material. Alles Lebendige wird zu Nährstoffen aufgelöst? Jahrtausende der Evolution verflüssigt? Das Wunder des Lebens wird zu blutigem Biotreibstoff? Kurz gesagt, ja. Wer war das? Pharaoh? Dieses Arschloch. Ist er hier? Nein, Doktor. Bitte. Sagen Sie ihm, dass Tom Paik mit ihm reden will. Aufhören! Aufhören! Doktor! Bitte! Holen Sie sofort Pharaoh hierher! Mehr sprechen willst? Puh, Mama hatte also recht. Wie bitte? Meine Mutter, sie hat die Bibel immer sehr ernst genommen. Nicht nur sonntags. Sie hat jeden Tag nach der Bibel gelebt. Ihr Lieblingskapitel? Die Offenbarung... Meine Mutter, sie hat die Bibel immer sehr ernst genommen. Nicht nur sonntags. Sie hat jeden Tag nach der Bibel gelebt. Ihr Lieblingskapitel? Die Offenbarung des Johannes. Tja, ich habe sie nicht immer verstanden. Sie redet so undeutlich und so. Aber wenn sie mal deutlich war, war es immer Endzeit dies und Feuersee das. Wegen der sündhaften Lebensart überall. Da wir gerade davon reden, stört es sie, wenn ich rauche. Eine Tabakzigarette? Tut mir leid, Schätzchen. Da bin ich ganz altmodisch. Kompliment an Ihr Team, dass es mich gefunden hat. Schließlich werde ich schon seit 18 Monaten gesucht. Sterling Malkeith, das war ich. Natürlich, das kann ich gern zugeben. Aber es waren viele Jäger hinter der Beute her und ich konnte sie immer wieder an der Nase rumführen. Wie haben Sie mich gefunden? Ich glaube, Dr. Sobeck hat Sie als Alpha-Kandidat angegeben. Somit hatte Ihre Ergreifung höchste Priorität. Ich wusste doch, dass sie ein Auge auf mich geworfen hat. Hey, gibt sie eigentlich keinen anständigen Kaffee? Sie wissen schon. Blutkaffee? Kriegscappuccino? Mr. Tate, ich erteile Ihnen die Zulassung zur nächsten Phase. Gehen Sie einfach. Sie haben früher für Pharaoh Automated Solutions gearbeitet. An den Selbstreplikationsroutinen der Chariot-Modelle. Ich dachte, mich erwartet hier eine Urteilsverkündung. Als Ihre Leute mich geschnappt haben, dachte ich, wird doch Zeit. Ich habe versucht, meine Schuld zu verdrängen. Jeden Tag seit... Möchten Sie eine kurze Pause machen? Nein, nein, es ist nur... Ich hatte wirklich gehofft, dass wir mit Zero Dawn alles rückgängig machen können. Meine Arbeit. Es tut mir leid, dass ich je stolz darauf war. Aber Ted konnte einem seine Konzepte wirklich gut verkaufen. Und in den Laboren, angesichts unserer Schöpfungen. Dieser erste Testlauf, als man sehen konnte, dass sie ihre eigenen Strukturen verstanden, dass sie sich selbst nur mit Speicherplatz und Licht nachbauen konnten. Es gab keine Grenzen. Möge das den Feind zermalmen. Es gab keine Grenzen. Auf das Ende, das alles! Fleischwunde!
Wir sind schon zu weit gekommen, um uns von diesen primitiven Wilden aufhalten zu lassen. Die Datenpunkte. Was enthalten sie? Ganz achte, dazu kommen wir noch. So. Das ist jetzt auch erstmal schön gelootet. Ist hier jetzt der richtige Weg oder ist es so eine. So ein Geheimgang? Ich hoffe, dass es ja so ein Geheimgang ist. Oh, schade. Das sieht, muss ich sogar da lang. Aber bevor wir jetzt da lang gehen. Was hast du? Mit Suzanne Alpert, Umweltwissenschaftlerin. Doktor? Wie bitte? Ich habe nicht... Doktor? Ich habe nur Ihren Namen genannt. Woran dachten Sie gerade, Doktor? An nichts, was der General gesagt hat. Eigentlich. Ich war 2051 beim CCG East Einsatzteam dabei. Direkt nachdem das zweite Erdbeben den Reaktor beschädigt hatte. Ich träume immer noch davon nach all den Jahren. Wie die rote Zone sich über die Karte ausbreitet. Langsam, so langsam, als ob sie ihre Finger ausstreckt. Ihr Einsatz bei diesem Ereignis hat dazu geführt, dass Ihr Name auf unserer Kandidatenliste steht. Wirklich? Das ist interessant, denn nichts hat funktioniert. Dort ist nie wieder etwas gewachsen. Es war ein katastrophaler Fehlschlag. Aber die rote Zone ist nichts im Vergleich zu einer weltweiten Reduzierung der Biomasse. Die Biosphäre und die Hydrosphäre werden zusammenbrechen, lange bevor die Roboter uns vernichten. Enduring Victory bringt uns in dieser Hinsicht gar nichts. Also sollten Sie mir lieber sagen, worum es bei Zero Dawn wirklich geht. Ja, das ist was zum Lesen, aber hier ist wieder was zum Anhören, oder? Jetzt verstehen Sie sicher, warum wir Sie so dringend hier haben wollten, Miss Okilo. Hauptmann Okilo, wollen Sie mir dafür danken, dass ich keinen Widerstand geleistet habe? Ich glaube, wir hätten keine diplomatische Lösung gefunden. Als es um das Lithium meines Landes ging, wurde immer ein Schwarm zum Verhandeln geschickt. Metallurgic International, US Robot Command. Die Kennzeichnungen ändern sich, aber die Roboter waren immer die gleichen. Sie haben viel Erfahrung in Mensch-Roboter-Konflikten. Ja, und meine Prothesen beweisen es. Aber ich habe mich diesem Schrecken entgegengestellt, auch wenn die Herausforderung sehr groß war. Cyberkriegsführung. Ich dachte, Zero Dawn wäre ein Manhattan-Projekt, um die Deaktivierungscodes zu erzeugen. Und ich bin zu der Einschätzung gekommen, dass jeder Versuch, die Codes zu knacken, ein hoffnungsloses Unterfangen ist. Ich habe mich beinahe darauf gefreut, dass man mir das Gegenteil beweist. Leider war Ihre Einschätzung korrekt. Wie Ihr General Harris bereits sagte. Also dann, Sie haben mich nicht hierher gebracht, um mich zu bedauern. Was bleibt jetzt noch? Hören Sie, lassen wir die Geheimnistuerei. Sie bauen ein Kolonieschiff, das ist doch offensichtlich. Und es wird kein Überflieger. Ich meine... wortwörtlich. Erinnern Sie sich an die Odyssey? Den multinationalen Haufen Weltraumschrott, der seit 57 im Friedhof Bobbitt schwebt? Sie flog nirgendwo hin und das sehr langsam. Aber Sie haben ein Ziel, das Sie sehr schnell erreichen müssen. Haben Sie überhaupt eine Ahnung, was für eine enorme Herausforderung es ist, ein Kolonieschiff in kurzer Zeit vorzubereiten? Um das klarzustellen, ich arbeite nicht an dem Projekt. Ist Ihnen überhaupt klar, wie wenige Menschen damit gerettet werden könnten? Das ganze Konzept des Generationsschiffes ist... Es wird nicht umgesetzt werden. Es wird das Erste sein, was man für die Embryonen aufgibt. Für diese Art der Lagerung braucht man Kapazitäten, man braucht Macht, man braucht Ressourcen. Also, selbst wenn sie es tun, wenn sie es bauen und Richtung Sirius X schicken, auf dem Ding wird kein Platz für Menschen sein, okay? Wenn Sie sich bitte beruhigen würden. Ihr seid doch verrückt, wenn ihr glaubt, dass ihr von hier wegkommen könnt. Niemand kommt hier weg. Sanitäter. So, da hat jemand die Nerven verloren. Kurz vor seiner Rettung, wie es aussieht. FBO2-Daten intakt. Wiedergabe wird eingeleitet. Elisabeth Sobeck.
Sie wissen es jetzt. Und es ist wahr. Die Pharaoh-Plage verschlingt die Biosphäre. Alles Leben wird verlöschen. Aber muss das das Ende sein? Gibt es für das Leben eine Zukunft? Was, wenn wir einen Samen erschaffen, aus dem nach der Vernichtung neues Leben erblüht? Das ist das Ziel, die Hoffnung von Projekt Zero Dawn. Ein hochintelligentes, vollautomatisches Terraforming-System, das aus der Ödnis Leben erschafft. Was braucht dieses System? Als Kern braucht es eine gute KI, die in der Lage ist, durch Trillionen von Entscheidungen unsere Biosphäre wiederherzustellen. Selbst unsterblich, in der Lage, das Leben wieder neu erblühen zu lassen. Wir nennen sie Gaia. Mutter Natur als KI. Doch das ist nur der Kern des Systems. Sie braucht die Begleitung und Unterstützung einer ganzen Palette untergeordneter Funktionen. Sie erweitern sozusagen Gaias Verstand und jede Funktion dient einem bestimmten Zweck. Das sind keine KI, aber trotzdem ist klar, jede von ihnen stellt eine größere technische Herausforderung dar, als je zuvor in der Menschheitsgeschichte bewältigt werden musste. Hardware für Schutz und Reifung von Billionen Samen und Embryonen, die neues Leben spenden. Der Bau unterirdischer Anlagen, die das alles enthalten. Und das ist nur der Anfang. Wir müssen nicht das ganze System bauen. Das Schöne am vollautomatischen Terraforming-System ist, dass es sich selbst bauen kann. In den nächsten Tagen hören Sie, wie all diese Funktionen, das, woran Sie jeweils arbeiten, zusammenpassen. Wie wir im Wettlauf gegen die Zeit die Bioproben nehmen, die Software schreiben, Technologie und Anlagen bauen. Wie wir sie schließen und versiegeln, ehe das Unvermeidliche eintritt. Doch noch wichtiger, dass noch nicht alles zu Ende ist. Dass Gaia die Deaktivierungscodes erzeugen wird, von denen Harris sprach. Und dann Sende-Arrays baut und sie überträgt, um die Pharaoh-Roboter abzuschalten. Dass Gaia die notwendigen Roboter für jede erdenkliche Arbeit nicht nur aufbauen, sondern auch konzipieren kann. Von der Detoxifizierung der Atmosphäre und der Meere zur Neubegrünung der Erde mit eingefrorenem Saatgut und zur Besiedlung der Erde mit Tieren. Und dann, wenn all das getan ist, wird eine neue Generation von Menschen, erzeugt in Ursprungsanlagen in aller Welt, an Apollo teilhaben. Dem Archiv unseres Wissens und unserer kulturellen Errungenschaften, wodurch sie von uns erfahren, von der Welt. Und am wichtigsten, von Fehlern, die wir gemacht haben. Dies ist kein unmöglicher Traum. Wir können es schaffen, mit harter Arbeit und unbedingtem Willen. Das Leben hier wird enden. Doch wenn Sie mir helfen, und Gaia, gibt es noch eine Zukunft. Bleiben Sie und formen Sie diese Zukunft. Die gesamte Erde wurde vernichtet, aber dann neu erschaffen? Ja, von einer Maschine. Einer Schöpfungsmaschine. Elisabeth hat das getan. Für das Leben. Für uns. Aber was ist dann mit Hades? Wenn er ein Teil von Gaia war, wie ist er dann im Wrack eines Pharaoh-Roboters gelandet? Und warum will er mich töten? Und Apollo, das Archiv des Wissens, was ist damit passiert? Ich bin genauso verwirrt wie du. Vielleicht liegen die Antworten vor uns. So. Wieder etwas zum Lesen, aber hier... Natürlich mache ich es. Die Möglichkeit zu bekommen, wieder aufzubauen, was ich... Der Schaden, den ich... Ja, ich fühle mich der Aufgabe nicht würdig. Aber ich mache es, auf jeden Fall. Ich möchte noch einmal betonen, dass es hier nie um Ihr Verschulden ging.
Für mich schon. Dr. Sobeck, Margot, es war damals eine kluge Entscheidung von Ihnen, Farrell zu verlassen. Aber keiner von uns hat das als Warnsignal gesehen. Wir haben uns gesagt, dass Sie einfach nicht für die BTRI-Intrigen geschaffen sind. Das steht für Better Than Rapid Innovation. Besser im Wettbewerb. Besser als die anderen. Eine bessere Tötungsmaschine. Ist es nicht erstaunlich, dass es 1,5 Jahrhunderte Science Fiction nicht geschafft haben, unsere Spezies vom direkten Weg ins Verderben abzubringen? Ich habe genug von diesem Leben. Ich meine, ich werde hart arbeiten, doppelt hart, um das hier zu verdienen, für meine Familie, damit sie einen Platz im Elysium bekommt. Ich hätte nie gedacht, dass ich etwas wieder gut machen kann. Wenn Ihnen noch übel ist. Nein, die Medikamente wirken. Ich spüre meine Zunge nicht mehr. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich daran glaube, aber der Schaden ist zu groß, zu weitreichend, zu vollkommen. Bei allem Respekt vor Dr. Sobecks Arbeit bei Miriam, nein, nein, das Leben findet nicht immer einen Weg, um weiterzumachen. Manchmal kommt es nicht zurück. Wie in Syzygy East, wie im Kongo, wie auf Timor. Wie wir. Das ist unsere Belohnung? Eine unterirdische Stadt voller Sterbepatienten, die auf das Ende warten? Sie würden gemeinsam alt werden. Mit ihren Angehörigen. In Sicherheit. Ich habe keine Angehörigen. Aber vermutlich könnte ich eine Familie gründen. Leider nicht. Alle Einwohner des Elysiums werden sterilisiert. Ein Lebensraum, der etwa 2000 Personen bis zu 100 Jahre lang erhalten soll, stellt uns vor große Herausforderungen, Dr. Alpert. Wenn sich die Bevölkerungszahl erhöht statt reduziert, werden alle dort drinnen innerhalb von 30 Jahren tot sein. Ich wusste es. Ich konnte mich nur nicht dazu durchringen, es zu sagen. Wie bitte? Beenden Sie es. Leisten Sie Sterbehilfe. Ich möchte kein Teil hiervon sein. Ich will nur, dass es vorbei ist. Ich verstehe. Die Protokolle erfordern eine Wartezeit von 48 Stunden nach denen. Um sicherzustellen, dass ich mich dieses Mal benehme... Sicherheitspersonal, zu Ihrem Schutz. Möchten Sie darüber sprechen, wie Sie sich fühlen? Na klar. Ich sag's Ihnen. Überrascht. Nein, geplättet. So würde mein alter Herr es ausdrücken. Vollkommen geplättet. Diese Ader, die immer an seiner Stirn pulsierte. Ich dachte, Sie wären einfach nur viel zu schlecht auf ein Raumfahrtprojekt vorbereitet. Aber jetzt sehe ich, dass es schlimmer ist. Viel schlimmer. Sobeck ist eine Träumerin. Eine gefährliche Fantastin. Dieser übertriebene Optimismus, das ist grundgütiger. Es tut mir leid, dass dieses Treffen eine Zeitverschwendung war. Ich möchte jetzt gehen. Das ist leider nicht möglich. Alles, von dem Sie hier reden, ist nicht möglich. Ich empfehle Ihnen, die Dokumente durchzulesen, die Ihre Optionen erläutern. Ich habe genug gesehen. Ich will hier weg. Was soll das? Lassen Sie... Nehmen Sie Ihre Hände weg! Ja, ja, ja. So, was ist das hier? Irgendein Räumchen, ja. Was haben wir hier? Oh, hier ist irgendwas. Strandete Fesseln. Also wurde eine Arche gebaut, in der sozusagen alle unter der Erdoberfläche oder in Mutterherz unter anderem, in vielen Mutterherzen auf dieser Welt eingeschlossen worden sind. Inklusive Embryonen und Maschinen, die diese Embryos, ja, geboren haben. Und dann sind wir jetzt 350.000 Jahre später aufgewacht. Also ich mich ja wundere ist, wenn das 350.000 Jahre waren, wie können noch die ganzen Ruinen auf der Erdoberfläche stehen? Die müssten doch mittlerweile alle pulverisiert sein. Also ich meine, das nagt doch da. Also ich meine, das zersetzt sich doch alles.
Eindringling! Schnappt sie! Das war's. Wir werden mit meinem leisen Aufschluss. Oh. Gibt es noch einen anderen Weg? Das hatte ich schon mal. Okay, das. Jeden, der sich den Carter in den Weg stellt. Hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass es drei von diesen Feuerspuck. Unerwartet. So. Ah, okay, aber hier ist ein Datenpad zum Lesen, ja. Jetzt die anderen, die wir hier genommen haben, ja, die hat er alle gelesen, ja. Okay. So. Was machen wir denn jetzt? Wie gehen wir jetzt am besten vor? Wir nehmen wieder die Sprengbombe, glaube ich, oder? Ja. Anders. Eindringling, schnapp sie! Egal, was du tust, stirb jetzt bloß. Lass ihm das den Boden. Gibt es noch einen anderen Weg? Das hatte ich schon mal. Ich brauche nur meinen Fokus. Ich habe keine Ahnung, was ihr gesagt habt, aber ja, ich werde hier rauskommen. Ich meine, es muss ja einen Ausgang geben, weil die sind ja hier reingekommen, also. Und die sind ja vor uns gewesen im Weg, also müssen die ja von irgendwo vor uns reingekommen sein. Ich glaube, ich muss irgendwann demnächst mein ganzes Holz loswerden, weil ich einfach zu viel Holz habe. Ja, 928 Holz ist einfach zu viel. Was hast du zu sagen? Tja, diese lahmen FBI-Hacker bei Mockingbird damals. Es hat echt Spaß gemacht, es ihnen richtig zu zeigen. Aber vielleicht war ich ein bisschen hart zu dieser armen Beraterin. Sie war ganz süß. Und schließlich wollte sie ja nur ihre Liste abhaken. Man kann nicht erwarten, dass sie durchschaut, wie lächerlich Zero D eigentlich ist. Gottes Schöpfung wird einem Kind in die Hände gelegt, das mit einem Hologrammerzeuger herumspielt. Ehrlich, Schätzchen, ich sag's nur, wie es ist. Guck mal, Mama, ich baue Natur. Wenn die Natur so wichtig ist, warum lassen wir sie dann nicht ihren Lauf nehmen? Aussterben, das ist eine natürliche Sache. Zero Dawn, nein, Ma'am, das nicht. Verdammt, es ist so unnatürlich, dass man es bei mir zu Hause eine Abscheulichkeit nennen würde. Und Sie wissen das, sonst würden Sie es nicht geheim halten. Und inzwischen kaut die Sahneschnitte von Beraterin auf ihrer Lippe herum. Schlechte Angewohnheit. Außerdem hat sie sich einen Fingernagel abgekaut. Nur einen. Nicht dein Tag, was, Süße? Sie hat schon ihre Quote den Bach runtergehen sehen. Sie sagte, ich nehme an, Sie werden das Angebot ablehnen wollen, Mr. Tate. Will die mich verarschen? 18 Monate harte Arbeit und dafür 30 Jahre im Elysium rumhängen und Pornos gucken? Ich bin dabei. Zero Dawn. Es ist Kunst im gewissen Sinne. Eine Ausdrucksform im größtmöglichen Rahmen. Aber es ist auch so unfair. Warum wurde ich ausgewählt? Hat ein Komitee das entschieden? Ein Algorithmus? Meine Familie wird gerettet, weil ich einen Abschluss in Kunstgeschichte habe? Ist das gerecht? Dr. Suvey? Christina Suvey? Ja. Ich habe einen Mann getroffen, einen anderen Kunsthistoriker. Seine Gebiete sind Bauhaus und der neue Materialismus, aber er war auch mal bei einem meiner Vorträge. Noch so eine unfaire Sache, dass von allen Leuten in diesem Auditorium ausgerechnet wir beide jetzt hier sind.
Und trotzdem fange ich an, mein Schicksal zu akzeptieren. Nein, es ist nicht fair, ganz und gar nicht. Aber für meine Familie, für die Kunst. Kunst ist lebendig. Sie muss aus der Vergangenheit sprechen und in der Zukunft widerhallen. Sie darf nicht in Vergessenheit geraten. Diese Gelegenheit, ich muss sie ergreifen. Ich habe mit Ihnen besprochen, worum es bei Artemis geht. Und klargestellt, dass ich nicht für einen globalen Zoo zur Verfügung stehe. In den letzten paar tausend Jahren waren wir nicht gerade tolle Hüter der Erde. Also ist die Idee einer wiederhergestellten Biosphäre, naja, erschreckend oder nicht? Eine totale Horrorshow. Wir haben kein Recht, uns da heranzuwagen. Aber die Alternative? Das große Nichts. Es ist doch so viel da gewesen und dann nichts mehr. Und Charles Ronson leitet das Ganze. Ich respektiere ihn. Er ist mit Leidenschaft dabei. Er ist heißblütig. Also habe ich gesagt, dass ich es mache. Und ich werde alles geben, im wörtlichen Sinne. Wenn das Projekt vorbei ist, wähle ich die medizinische Option. Vielen Dank auch. Der Berater meinte, ich überlege mir das vielleicht nochmal anders, aber da kennt er mich schlecht. Verdammt nochmal, ich werde die Drecksarbeit machen, aber ich will kein Teil dieser erbärmlichen Zukunft sein, die sie anzubieten haben. Ich gehöre an die frische Luft. Mir hat das Gefühl von künstlichem Licht auf der Haut noch nie gefallen. Und außerdem bin ich ein bisschen klaustrophobisch. Da müssen wir jetzt lang, hier lang, oder? Dann mal los. Noch so eins. Ich muss die richtige Konfiguration finden. Ja, das ist korrekt. Sicherheitsverschlüsselungsport mit holographischem Display. Die Daten zeigen die erforderlichen Einstellungen für Holoschlösser in der Nähe. Was steht da? Fehler, umgekehrte Einstellungen. Also statt oben muss ich nach unten, oder was? Okay. Kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Auch vorher hören wir uns erstmal noch das hier an. Hey, Freds Inkompetenz reicht mir jetzt, okay? Er hat einen HR-Mitterknoten falsch rum installiert. Alles läuft umgekehrt. Ich bin nicht Breds Kindermädchen. Schickt ihn ins Lager, um einen neuen Ermitter zu holen, nicht mich. Parker, Ende. Ob es hier vielleicht eine Art Lager gibt? Okay, der muss hoch, dann wieder nach rechts. Rechts, hoch, rechts, runter und... ich meine, jetzt nach rechts, das andere war ja links. So, oder? Also, links, hoch, links. Links, hoch, links, genau. Und dann runter, rechts. Achso. Geschafft. Ich sollte die Tür da überprüfen. Und dann, genau, so, aber da das ja hier extra gesagt worden ist, bedeutet das, dass ich irgendwo hier... eine Zelle benötigen würde, aber so wie es aussieht, dann wohl nicht. Ich hätte jetzt gedacht, zumal das ja auch noch extra erwähnt wird mit dem Falsch herum, dass es jetzt hier irgendwo so eine Zelle gibt. Zum Einsetzen, aber... Nee, doch. Es ist doch das hier, oder? Intakt aus. In
Emitter, genau, so. Verlieren. Das sollte gehen. Dann mal auf mit der Tür. Okay, das heißt also alles verkehrt herum. Also du kommst runter. Du gehst nach rechts. Verdammt, ich habe jetzt die andere. Nochmal drehen, genau so. Also unten rechts, oben links und nach unten. Ach so, ich habe das gerade nicht gesehen. Der Name Pharaoh ist unten. Das heißt, ich muss von unten nach oben lesen. Das heißt, nach unten ist richtig. Dann kommt links hoch, unten. Ist also links. So, nach unten, links hoch, rechts nach unten, rechts nach unten. Das war's. Ja. Die Tür sollte wieder Strom haben. Mal sehen, was dahinter ist. Ich hoffe, der Ausgang. Eclipse, sie sind hier. Vermeide jeden Kontakt. Die Seile sehen gut aus. Gaia, es ist da oben, im Obergeschoss. Kannst du es erreichen? So viel zu vermeide jeden Kontakt. Es waren doch 4 Gegner, oder nicht? Wieso werden mir jetzt nur 3 angezeigt? Einfach hierher kommen. Einfach herkommen. Gut, dass das keiner gesehen hat. Ja. Ich wusste doch, es waren 4. Okay, es sind... Oh nee, ernsthaft? Nein, 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 nein. Wo kommt ihr denn alle her, sag mal? Das ist nicht endlich. Nein, 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 nein. Überleben. Seid ihr? Der Schatten wird dich finden, wohin du auch gehst. Bleib einfach mal stehen.
Das wirst du nicht überleben. Das war der letzte. Strukturversagen am Haarschloss. Ich wiederhole. Oder auch nicht. Noch mehr Gegner? Wie viele kommen denn da? Wir werden angegriffen. Du kannst der Gerechtigkeit nicht entfliehen. Schatten! Okay. Dein Ende ist gekommen. Deinen Zorn nicht verstecken. Die Luft ist rein. Im Moment jedenfalls. Dann setz dich in Bewegung. Du musst Gaia finden. Mal runter. Ich muss erstmal hier irgendwie gucken, dass ich überlebe. Mal eins nach dem anderen. Ich hier einiges zum Looten. Was über... Ja, hier, ne? Das brauche ich vielleicht noch. Oh. Genau, so. Die Frage ist, komme ich jetzt darauf irgendwie? Aber so wie es aussieht, komme ich... Aber ich soll ja darauf kommen. Aber hier ist kein Weg nach oben. Das heißt, ich muss hier rüber. Und hallo, ich bin Margo Shen und das ist Hephaestus. Wie der Name es nahelegt, handelt es sich hierbei um die Unterfunktion, mit der Gaia zahllose Roboter bauen wird. Also die Schmiede. Nur... nicht ganz so einfach. Also, Sie werden bemerkt haben, dass Sie nicht alle Robotertechniker sind. Auch Experten in Maschinenkognition, virtueller Heuristik und sowas. Tja, das liegt daran, dass wir nicht diejenigen sind, die Roboter bauen werden. Wir wollen Gaia doch nicht mit einem Haufen altmodischer Modelle aus unserem Jahrhundert belasten. Zeitverschwendung. Durch unser Wissen soll Gaia selbst ihre Roboter bauen. Und nicht nur bauen, entwerfen. Von Grund auf. Jeden Roboter, den sie brauchen kann, für jeden Zweck. Erdacht und erbaut im Handumdrehen. Ihre Hand. Somit ist Hephaestus keine Schmiede. Es ist eher das handwerkliche Wissen und Geschick eines Meisterschmieds, der den Hammer schwingt. Kodiert als Software. Virtuelle Kreativität in Reinform. Gaia lernt schon jetzt. In Simulationen macht sie sehr kreative Dinge mit fraktalen Anordnungen und Tiermorphologie. Mit ihren Entwürfen lassen sich noch keine Preise gewinnen, aber hey, alle müssen klein anfangen. Also, ja, lasst uns anfangen. Legen wir los. Ich versteh's nicht. Was genau? Es ist an einigen Stellen ziemlich technisch. Wenn Gaia Leben retten soll, warum greifen die Roboter, die sie herstellt, Menschen an? Vielleicht mag sie einige Lebensformen mehr als andere. Die Störung. Die Maschine war nicht immer so wütend. Das stimmt. Sie waren größtenteils gutmütig bis vor 10, 15 Jahren. Jahrelang hat Hephaestus Brutstätten gezwungen, aggressive Maschinen herzustellen. Ich habe es selbst gesehen, in den Brutstätten. Pirscher, Verwüster, ein Donnerkiefer. Wie hat er das gemacht? Und warum? Eine gute Frage, wirklich. Das ist was zum Lesen. Das hier ist auch etwas zum Lesen. Das haben wir uns gerade angeguckt. Das brauchen wir also nicht nochmal. Diese Objekte. Sowas habe ich schon mal gesehen.
In einer Brutstätte. Du warst in einer Brutstätte? In einer verlassenen, ja. Diese Brutstätten gehören also zu Gaia? Es sieht ganz so aus. Die Geburtsorte ihrer Maschinen. Schon echt ein bisschen... Bisschen alles creepy. Aber es gibt kein Zurück an der Stelle. Nur den Weg nach vorne. Kann ich das nicht scannen? Ich da rein, okay. Ah, bum, 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 bum. Jetzt sind wir hier oben, das ist gut. Können wir euch looten. Ich glaube, das ist es. Das Büro von Elisabeth Sobeck. Aber wir kommen nicht rein. Es muss einen Weg hineingeben. Such weiter. Mehr Eclipse. Sei vorsichtig. Auch mehr Gegner. Oh Mann, ey. Aber hier drinnen, da ist doch ein... Das ist ein Raum, da will ich rein. Gibt es hier keinen Weg nach drinnen? Da ist eine Tür, da... Ja, es gibt nur eine Tür da. Und... Kann ich nicht in. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben volle Gesundheit. 2,5 Kreuzer. Zum Heilen. Sollte passen, denke ich. Hier sind noch keine Gegner. Willkommen bei Apollo, dem kollektiven Gedächtnis der menschlichen Spezies und Quell des Wissens. Das größte Geschenk unserer Vorfahren. Das größte Geschenk? Und was ist mit unserer Existenz? War ich Leiterin des International zu verharren, Collective ist ein Fluch, Aloy. In Neutea. Gerade du solltest das als wissen. Als Kulturwissenschaftlerin ging es mir schon immer um den Erhalt menschlichen Wissens, kreativer Leistungen und kultureller Errungenschaften. Apollo ist, aus diesem Grund, die ultimative Verkörperung einer großen Passion. Allerdings in der schrecklichsten vorstellbaren Situation. Die Anforderungen an uns sind immens. Genau gesagt, werden wir 4 wichtige Projekte gleichzeitig erarbeiten und umsetzen müssen. Erstens, der Aufbau von Datenspeichern in Ursprungsanlagen in aller Welt, bei Sicherung der Redundanz. Zweitens, die Sammlung und Bearbeitung von geplant 180 Millionen einzelnen Dateneinträgen. 42 Zettabytes Daten auf Mandarin, Englisch, Spanisch und Arabisch. Drittens, der Transfer und die Kodierung dieser Daten auf DNA, eingekapselt in synthetischen Fossilien. Das einzige Medium, das haltbar genug ist, um sie in den kommenden Jahrhunderten vor jedem Verfall zu schützen. Und last but not least, die Entwicklung des holographischen Interface und spielbasierter Lehrpläne für die Interaktion zukünftiger Menschen mit Apollo. Die nach und nach heuristische Lernmodule freischalten und so das Wissen und Können erlangen, das sie zur Kontrolle des Terraforming-Systems brauchen. Das ist die Zukunft, auf die wir unsere ganze Arbeit ausrichten werden. Nicht nur auf den Erhalt der Vergangenheit, sondern auf das Saatkorn für einen neuen, blühenden Baum des Wissens. Willkommen. Nun beginnen wir.
Hier. Doch, ich soll da runter. Da sind 1, 2, 3. 7 Gegner. Oh Mann, ey. 7 Gegner. Da komme ich nicht lange. Aber hier ist nochmal was zum Anhören. Nee. Da wird lesen. Kann ich die alle markieren? Oder... Ja, die sind alle markiert, ja. Einer ist schon mal erledigt. Ich hoffe, es ist nicht wie vorhin, dass dann irgendwie wieder Gegnerwelle um Gegnerwelle kommt. Das wäre doof. Ich sollte Munition herstellen, die werde ich gleich brauchen, ne? Aber nicht jetzt. Scheiße. Sieht er, aber den leblosen Körper sieht er nicht. Sand. Noch mehr Gegner, die ich vielleicht davor nicht wagen. Na los, komm. Geh wieder zurück. Hätte ich dich schön von hinten erledigen. Ich habe was gehört. Der hat mich nicht gesehen. Sehr hilfreich. Oder? Doch, der hat mich gesehen, aber... Aber er weiß nicht, wo ich bin.
Suche abbrechen. Boah. Wieder allein. An einem Ort, der eine Wunderhöhle hätte sein sollen. Übersehen zum Einsammeln? Ich glaube nicht, oder? Hier oben lediglich. Hat eben ausgeschaltet. Aber da ist der Weg noch. Das nehme ich lieber mit. Definitiv. Scherben. Oh ja. Dr. Sobek, bitte archivieren Sie dieses Geständnis in Apollo mit Querverweisen zu allen Erwähnungen meines Namens und Operation Enduring Victory. Mein Name ist General Aaron Harris. Von 2060 bis 2066 war ich der Vorsitzende der Stabschefs. Der hochrangigste Offizier der Streitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika. In meiner Amtszeit fielen die strategische Planung und die Aufsicht über die Operation Enduring Victory, einem Betrug, der an der Zivilbevölkerung der Vereinigten Staaten und anderer Nationen in den letzten 14 Monaten des Lebens auf diesem Planeten begangen wurde. Vor der Pharaoh-Plage machte ich meine Arbeit und ich machte sie gut. Ich war wagemutig und entschlossen, geschickt bei politischen Manövern. Es war kein Zufall, dass ich schließlich diese hohe Position bekleidete und Befehlshaber der größten mechanisierten Truppe war, die je gebaut wurde. Doch wozu hat es geführt? Meine einzige nachhaltige Errungenschaft war die Vernichtung des Lebens auf der Erde. Und meine einzige hilfreiche Tat, wenn überhaupt, war die Verzögerung dieser Vernichtung um Tage oder Wochen durch noch mehr Todesopfer. Ich habe die Hoffnung, dass in der zukünftigen Welt kein Bedarf mehr an Menschen wie mir besteht. Wenn Sie einer der Menschen dieser zukünftigen Welt sind und diese Nachricht hören, sollen Sie wissen, dass es mir leid tut und ich Ihnen alles Gute wünsche. Hochachtungsvoll, Aaron Harris. Willkommen bei Hades. Zero Dawns sicheres Vernichtungsprotokoll. Die ultimative Killer-App. Tja, Sie denken bestimmt, der Zweck von Gaia ist die Schöpfung von Leben. Was soll also diese Unterfunktion, deren einziger Zweck es ist, alles Leben auszulöschen? Ich meine, wie bitte? Ist doch irre, oder? Tja, nein. Gar nicht. Der Neuaufbau einer Biosphäre? Das ist hammerhart. Gaia ist zwar super schlau, aber trotzdem kann ziemlich viel schiefgehen. Ich meine, Sie sind also Gaia. In 200 Jahren und Ihre neue Biosphäre läuft komplett falsch. Es gibt massenhaft Alkalien. Nadelwälder werden von Stürmen zerfetzt, die Noahs Arche versenkt hätten. Ein Chaos. Einfach nicht in den Griff zu kriegen. Was machen Sie jetzt? Die Phase 1 Organismen einfach freisetzen? Hoffen, dass ihr CO2 und Methan schon alles ausgleichen wird? Niemals. Was sie jetzt tun werden, Gaia, ist Hades, das Feld zu überlassen, damit er das macht, was sie aus lauter tätiger Liebe zum Leben nicht können. Diese ganze missglückte Biosphäre abfackeln, damit Gaia es nochmal probieren kann. Okay, nicht abfackeln. Er kehrt die Terraforming-Prozesse um und erstickt alles. Das ist die grobe Idee.
Hades, setz die Biosphäre zurück auf den Ursprung. Auf Null. Ein Reset. Und dann, und nur dann, überlässt er Gaia wieder das Steuer und sagt, mach's nochmal, Mädchen. Aber dieses Mal besser, sonst wiederholen wir das Ganze. Das ist Hades. Ganz schön krass, wenn man drüber nachdenkt. Vernichtung auf Abruf. Tod per Knopfdruck. Für die gute Sache schon klar. Trotzdem, ganz schön krass. Willkommen bei Hades. Willkommen in der Leere. Okay, wenn das also der eigentliche Zweck von Hades ist, warum will er mich dann vernichten? Wir brauchen mehr Daten. Und wie ist er im Wrack eines Ferrotitan gelandet, der von den Eclipse wie ein Gott verehrt wird? Ich weiß genauso viel wie du, Aloy. Such weiter. Na, schade, das ist wieder was zum Lesen. Das hier ist auch wieder was zum Lesen. Und das ist auch wieder was zum Lesen. Das hier scheint der einzige Weg zu sein. Willkommen bei Illuthia, Krönung und Gipfel von Gaias untergeordneten Funktionen. Denn durch Illuthia wird die menschliche Rasse weiterhin existieren. Ich bin Patrick Brochard Klein, leitender Alpha dieses Programms. Lassen Sie mich bitte eine Sache gleich von Anfang an klarstellen. Illuthia ist keinesfalls ein Gentechnologieprojekt. Unser Ziel ist es, das menschliche Genom zu erhalten und nicht zu verändern. Eine Momentaufnahme menschlicher Genvielfalt, eingefroren in der Zeit. Die genetische Quintessenz unserer Spezies unverändert. Ich sorge dafür, dass alle Aktivitäten den Klonrichtlinien von 2034 und dem Relay-Vertrag von 2048 entsprechen. Das erscheint bizarr. Vielleicht sogar trivial in Anbetracht der gegenwärtigen Umstände, aber als einer der Verfasser des Vertrags ist es für mich keinesfalls trivial. Die praktischen Herausforderungen sind gigantisch in Umfang und Komplexität, aber nicht unüberwindbar. Nein. Globaler Abgleich und Aufbewahrung der Zygoten, Perfektion exogener Technologien, Entwicklung perfekter Dienstprogramme. Für die Versorgung und Prägung während der frühkindlichen Entwicklungsphase, all diese Programmkomponenten müssen sich perfekt ergänzen. Ganz zu schweigen vom dringenden Bau von Ursprungsanlagen an Standorten auf der ganzen Welt. Also, wenn Sie bereit sind, fangen wir an. Ich bin alles andere als bereit. Das ist wieder was zum Lesen. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Zum Thema leichte Kost. Ist das hier das, wofür ich es halte? Künstliche Gebärmütter. Maschinen, die eine neue Generation von Menschen hervorbringen sollen. Wow. Ursprungsanlagen. Elisabeth sagte, dass eine neue Generation von Menschen in solchen Anlagen entstehen würde. Das sagte sie. Also war der Berg der Urmutter eine solche Anlage? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Die Luke ging nicht auf. Da war irgendwas mit einer beschädigten Alpha-Registry.
Ich muss Elisabeths Büro durchsuchen. Na, ich hoffe, da sind wir jetzt gerade auf dem Weg dahin, oder? Verdammt, in meinen Stiefeln steht das Wasser. Komm, das wirst du jetzt überleben. Also ich meine, so oft wie du jetzt im Wasser gewesen bist. Ist das jetzt hier der... Ist das jetzt das Büro hier von der Sobek? Darin wurde irgendetwas aufbewahrt. Irgendein Bauteil, das entfernt wurde. Roboter profitieren von Antilopini-Morphologie, obwohl Caprini eine höhere Belastbarkeit aufweisen. Du lernst schnell, Gaia. Dr. Sobek, während meiner vergleichenden Analyse der verschiedenen Säugetierstrukturen habe ich umfassende Daten über das Quartäre Aussterben gesammelt. Oh, und deine Einschätzung? Gaia? Logisch gesehen war das Aussterben eine natürliche Konsequenz. Aber ich finde den Verlust dieser Megafauna unglaublich traurig. Dass sie völlig in Vergessenheit gerieten, weckt in mir ein Gefühl der Trauer, das schwer zu beschreiben ist. Ist das ein Fehler? Nein, Gaia, gar nicht. Das ist gut. Sehr gut. Künstliche Intelligenz und Maschinen, die Gefühle haben. Oh mein Gott. Kann nur noch besser werden. Es folgt eine kurze Zeit der Bewusstlosigkeit während des Umzugs nach Prime und dem Aufbau. Elisabeth, darf ich etwas dazu sagen? Wenn du am neuen Standort wieder läufst, schalten wir die Unterfunktion online und sehen, wo wir stehen. Elisabeth, ich erkenne Betrübnis. Geht es dir gut? Ja, doch. Ich begreife, dass uns die Umstände zu einem sehr frühen Start zwingen. Aber die Subsysteme sind betriebsbereit. Die Chancen stehen gut für uns. Aber wenn... Gaia, da draußen ist nichts mehr. Ohne Schutzanzug ist es unmöglich, überhaupt zu überleben. Milliarden Opfer. Ihr Tod war entsetzlich. Was ist, wenn es umsonst war? Elisabeth, das Aussterben war unvermeidlich. Dank dir hat das Leben eine Zukunft. Glaubst du wirklich? Ich glaube an dich, Elisabeth. An dich und das... Finde den Eingang zu Sobeks Büro, aber wir sind doch jetzt hier drin, dachte ich. Das ist doch... So, Sobeks Büro ist hier hinter. Stehe.